Wir befinden uns auf der GC60 und fahren eben durch das Felsentor am Gruß Grande. Später am Gruß Janus parkten wir das Auto und liefen dann an den drei Kreuzen vorbei in Richtung Obstplantage. Also der Wolfgang und ich, wir sind heute halt nur zu zweit unterwegs. Das Wetter ist noch nicht besonders, es war bis jetzt eigentlich recht gut, aber hier sind wir doch so hoch, dass wir in den Wolken sind. Aber wir sind guten Mutes, oder? Und schauen, dass bis in einer Stunde, denke ich, wird das schon vorbei sein. Oder es fängt zu regnen an, je nachdem. Weil wir haben ja heute auch die eine oder andere Plantage im Sinn. Mal gucken, ob es noch was gibt. Kastanien sind noch nicht so weit. Du meinst, wir gehen auf Erntetour heute? Man könnte mal schauen, ja. Aber jetzt, wenn man schaut, das hat eigentlich schon auch so einen Reiz, der Nebel. Okay. Bloß zu viel darf es nicht werden, weil sonst sind wir nass. Ja, vielleicht, weil es nass sind. So. Oh, aber die fangen zu blühen. So, schau mal da her. Wir konnten die Forstarbeiter und Feuerwehrleute beobachten, wie sie gezielt das Unterholz und den Baumschnitt verbrannten. Ja, lang wird er nicht mehr so sein, dann ist er schon weg wieder. Am Jagddenkmal sehen wir, wie der Wolkenfels seinen Namen alle Ehre machte. Und schon ist er weg. Die Wolkenfels gibt es ja nicht. Habe ich gehört, da bin ich auch gesagt. Das sollte eigentlich nicht passieren, gell? Trotz der schlechten Wetterverhältnisse sehen wir am Horizont den Teide auf Teneriffa. Nochmals der Roque Nublo mit dem Talkessel von Tejeda. Schau nach links runter, da ist die alte Finca. Hier zeigte sich in der Mitte des Bildes der Roque Bendaiga. Ist ja ein wunderbares Bild. Kurz darauf bogen wir nach rechts ab und liefen durch den Wald. Danach waren wir schon auf der Betonstraße nach Mesa y López. Du, das haben sie aber sauber ausgeputzt. Hier an dem alten Pumpenhaus wurde im früheren Jahr noch Wasser gefördert. Heute sind die Brunnen zum großen Teil alle trocken. Ja, Pferdl haben sie auch. Das ist auch nicht schlecht. Die hängen noch fest. Nur ein paar Blinks, dann gibt es morgen einen Birnenkuchen.
nächste Stelle, wo es etwas zu sammeln gab, lag ein paar Meter weiter unten, genau neben unserem Weg. Also wenn irgendwer stöhnt, das ist der Wolfgang bei der Nussernte. Auf diesem Weg begegneten wir auch zwei jungen Männern von der Guardia Civil, die, wenn wir sie richtig verstanden hatten, einen Hund suchten, weil sie uns fragten, ob wir ihn bellen hörten. Ich bin jetzt wirklich. Da hat er noch das Frettchen drin, oder? Das Frettchen. Ja, schau hin, schau hin. Momento. Ja, du bist ja ein Lieber. Ja. Oh. Que rico. Schau her. Aber das absolute Highlight dürfte die Begegnung mit dem älteren Canario gewesen sein, der an seinem Gürtel 4 Kaninchen hängen hatte und uns bereitwillig sein Frettchen zeigte, das für die Jagd abgerichtet war. Ja, langweilig ist halt, langweilig, ja. Nicht immer so hin und her. Und angebunden ist er da auch, ne? Ja, freilich. Wie lang kann er nicht laufen, ne? Nachdem wir später die GC600 überquerten, stiegen wir nun zum Gruß Janus hoch. Aber vorher legten wir noch eine Rast ein. Du gegen die hocke ich schon wieder im Loch drin. Bin viel gerne wie du. Und du kaust schon? Ja. Heute keine Überraschung, weil ich hab das Gros, muss ich selber machen. Oh. Die Mutter hat gesagt. Es geht mir langsam auf den Senkel, immer das früher aufstehen, dir das Brot zu machen. Was machst du selber? Also ein Anisbrötchen. Und? Oh, mit Schinken, ne? Oh. Ja. Und Gurke. Du wirst verwöhnt, man glaubt es. Mhm. Also wenn es von der Oma ist, muss es wahrscheinlich steinhart sein, ne? Weil das ist ja schon uralt, ja. Ach, das ist ja wieder der. Der gute Apfelkuchen mit Kokosstocken. Gestärkt folgten wir dem Weg nach oben, aber dann war der Nebel plötzlich so dicht, dass selbst wir ein kleines Problem mit der Wegfindung hatten. Wir sind jetzt so ziemlich am Ende. Körperlich wie sonst? Nein, körperlich nicht. Körperlich also nicht. Okay. Nur tourenmäßig sind wir tourenmäßig fast am Ende. Wenn das Wetter noch schön wäre, würden wir jetzt noch die Runde anhängen, aber bei so Nebel und Feucht ist, macht es auch keinen richtigen Spaß. Jetzt schauen wir, dass wir irgendwas Gemütliches zum Einkehren kriegen. Und dann ist der Tag wieder gerettet. Genau. Aber kommt hier wieder hoch. Kommt wieder, ja. Sind wir soweit, Wolfgang? Wir sind soweit. Ja.
eine schöne Wanderung. Ja. Eingekehrt sind wir dieses Mal im Grillrestaurant Ayakata. Danach die Fahrt nach Hause dauerte noch eine Stunde. Für den kleinen Hunger. Für den kleinen Hunger, ja, Vorspeise.